Guten Morgen auch von mir nochmal. Ich bin Christian Brakel, der neue Leiter des Türkei-Büros der Heinrich-Böll-Stiftung. Auch im Namen des Türkei-Büros möchte ich Sie nochmal sehr herzlich begrüßen. Freue mich, dass Sie zu dieser frühen Stunde und trotz des eher schlechten Wetters den Weg hierhin gefunden haben. Ich möchte gleich die Gelegenheit nutzen oder möchte Sie gar nicht lange aufhalten, um schon zu unserem ersten inhaltlichen Redner überzuleiten. Das ist jemand, der Ihnen, wenn Sie sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, sicherlich nicht unbekannt ist. Herr Professor Hans-Lukas Kieser ist Professor für moderne Geschichte an der Universität Zürich. Er hat eine ganze Reihe von Titeln, die ich Ihnen versuche nur zusammenzufassen, und Tätigkeiten, die er nachgeht. Unter anderem ist er Fellow des Australian Research Council am Center for the History of Violence an der Universität Newcastle. Er ist Co-Präsident der Stiftung Forschungsstelle Schweiz-Türkei und beschäftigt sich als Historiker, und daher kennen Sie ihn unter Umständen, wenn Sie sich mit dem Thema schon länger befasst haben, vor allen Dingen mit der Spätzeit des Osmanischen Reiches und mit der Gründung der modernen Türkei, sowie allgemein mit dem Verhältnis des Nahen Ostens und dem Westen. Er ist Mitherausgeber einer ganzen Reihe von Büchern und Publikationen, unter anderem von World War I and the End of the Ottoman World, From the Balkan Wars to the Armenian Genocide, sowie einer Reihe von Büchern zur modernen Türkei, zuletzt ist von ihm erschienen Der verpasste Friede, zur Entstehung des modernen türkischen Nationalstaates, der ja eng mit dem Thema verknüpft ist, das wir heute behandeln werden. Ich freue mich sehr, dass wir Professor Kieser für diese Tagung gewinnen konnten und möchte ihm auch nochmal ganz persönlich für seinen großen Einsatz danken, denn mir ist zu Ohren gekommen, dass er extra für uns seinen Urlaub unterbrochen hat und aus Izmir heute anreist, wo, das kann ich berichten, weil ich auch vor kurzem da war, das Wetter ungleich besser ist. Vielen Dank also nochmal, und das Wort hat Herr Professor Kieser. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einleitung und einen ganz guten Tag und einen herzlichen Dank für die Einladung hierher. Die war so stark, dass ich eben, wie gesagt, von Izmir angereist bin. Nun, Sie haben mich eingeladen, dass ich mit historischen Impulsen in die heutige Tagung einführe. Und es geht mir hauptsächlich um zwei Denkanstöße. Erstens, 1915 gab es deutscherseits zutreffende Beobachtungen und auch die Einsicht, dass der Armeniermord, der sich da vor den eigenen Augen abspielte, ungeheuerlich und absolut inakzeptabel war. Also diese Einsicht war absolut zur Zeit schon da. Aber das politische Handeln blieb abgekoppelt. Vor Ort entstand daher der treffende Eindruck, Deutschland stehe nicht für das Recht, sondern für das Unrecht ein. Weshalb kurdische Lieder von 1915-16 Deutschland und Deutschlands Zukunft verfluchten. Das Haus der Deutschen solle im Schrecken untergehen. So lautet eine Zeile aus einem dieser Lieder. Im Namen militärischer Logik herrschte unter Deutschen, so paradox es klingt, Defätismus vor. Defätismus. Ein kluger Kampf um eigene Kohärenz, Glaubwürdigkeit und menschliche Werte wurde gar nicht erst gekämpft. Deutschland versagte vom ersten Kriegsjahr an gegenüber denen, die im Notfall auf eine schützende deutsche Hand gehofft hatten. Mit dieser Missachtung der Nächsten verlor Deutschland Selbstachtung und deutsche Politik ihre Seele. Zweitens, anschließend an das Erste: Was soll in unserem Zusammenhang hier und heute
historisch verbindliches Denken und Gedenken sein. Eine Horizonterweiterung ins Osmanische 1915 drängt sich schon lange auf. Und dies nicht nur, wenn es um ein breit abgestütztes, auch in Zukunft tragfähiges Verständnis von Weltkriegsvergangenheit gehen soll, sondern auch im Hinblick auf die Fähigkeit, Gegenwart und Zukunft im Nahen Osten zutreffend zu verstehen. Auch dies geht uns heute und morgen an. Offensichtlich. Ich muss, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Allerdings trifft dies nicht nur für Deutschland und Europa, sondern noch mehr auch die Türkei und den Nahen Osten zu, wo sich, Herr Kantian hat es eben in Erinnerung gerufen, 100 Jahre danach Szenen von 1915-16 wiederholen. Und wo diesem Horror kein mit heiligem Ernst und Schrecken durchwirktes öffentliches historisches Gedenken entgegensteht. Ohne solchen Ernst gibt es kein ehrliches Erinnern des totalen Kriegs, der vor 100 Jahren das osmanische Zusammenleben zerstört hat. Denn der dortige totale Krieg war total, vor allem nach innen und auch noch nach außen. Aber das kennen wir auch aus Europa von vor 100 Jahren. Paul Weitz, ein Journalist der Frankfurter Zeitung, unternahm im späten Frühling 1918 eine Reise durch das östliche Kleinasien, einen toten Korridor, wie er einzig in der Geschichte zu verzeichnen steht. So hielt er in einem damals unveröffentlichten, heute dank Wolfgang Gust veröffentlichten Schreiben vom 20. Juni fest. Seine Feder sträube sich, die barbarischen Spuren einer Katastrophe der Kultur der Menschheit in der osmanischen Welt zu schildern. Eine nahe oder wohl eher fernere Geschichtsschreibung müsse das Ganze zusammen mit der Verantwortung für das einzigartige Verbrechen an den Armeniern ergründen. Weitz, ebenso wie andere besonnene, besser gesagt besonnen gewordene Kenner der Lage, kamen damals nicht umhin, ihre Hoffnung auf die historische Anstrengung Nachgeborener und damit auch von uns hier und heute zu setzen. Ab Sommer 1915 fixierte sich deutsche Politik mit moralisch gebrochenem Genick auf eine Sackgasse, nämlich auf Zukunft im Bunde mit den Jungtürken, zusammen mit schönredendem Stillhalten gegenüber Massenraubmord an den Armeniern und Assyrern, beides osmanische christliche Minderheiten. Wahre Worte von damals, so abgekoppelt sie blieben, sind heute immerhin ein guter Ausgangspunkt dafür, um 100 Jahre danach den initialen deutschen Gang in die Sackgasse, der eben vehement Macht und Recht trennte, zu ergründen. Weitz sah auf seiner Reise dreijährige Spuren des östlichen Hauptschauplatzes der ersten Phase des Genozids, wo Hunderttausende von Armeniern, aber auch etwa 200.000 assyrische Christen, Männer, Frauen und Kinder ermordet worden waren. Zugflucht konnten sie, die Verfolgten damals, einzig bei kurdischen Aleviten im Dersim, der heutigen Provinz Tunceli, oder aber 350 Kilometer weiter südlich im Sinjar, im gebirgigen Sinjar, bei den Jesiden finden. Sowohl Armenier als auch assyrische Christen, was Sinjar betrifft. Auf die erste folgte die zweite Phase des Genozids
und diese in der syrischen Wüste. Sie brachte Hunderttausende von Überlebenden der Märsche und Züge, sowohl aus dem Osten als auch dem Westen, mehrheitlich Frauen und Kinder, denn die Männer waren bereits vor Ort getötet worden, zu Tode. Zehntausende von ihnen nach vielfachen Vergewaltigungen und einige wurden auch aufgenommen in muslimische Familien, eine größere Zahl. Andere wurden verkauft als auf Sklavenmärkten, so dass insgesamt eine größere Zahl mit dem Leben davon kam. Die größte Gruppe, die überlebte, waren ca. 150.000, die Cemal Pascha, auch ein Komiteemann und Militärgouverneur von Syrien, statt in den Wüstenlagern dem Tod zu überlassen, als Muslime registrierte und weiter im Süden ansiedelte, wenn auch unter ärmlichsten Bedingungen, aber doch überlebend. Innenminister Talat hielt ca. Ende 1915 fest, dass er fast 80% von insgesamt 1,5 Millionen Armeniern aus ihrer Heimat entfernt habe. Gemäß Zählung des armenischen Patriarchats von 1914 lag allerdings diese Gesamtzahl etwas über 2 Millionen. Das ist diese Bandbreite, die halt bei der Zahlendiskussion zu berücksichtigen ist. In Paul Weitz Worten, nun Worte schon vom Januar 1914, war eine waghalsige jungtürkische Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung namens Komitee Einheit und Fortschritt an der Macht, die sich besonders in der armenischen Frage querlegte. So in einem internen Schreiben, das im Archiv der Deutschen Bank liegt. Dennoch kam der Großwesir, der auch Mitglied des Komitees war, das seit 1913 das ganze Reich diktatorisch regierte, dennoch kam der Großwesir, das heißt der erste Mann, der erste scheint irgendein Störsender zu sein. Ich rede tatsächlich vom ersten Mann im Staate, wobei mehr der Position nach als der Wirklichkeit nach, denn Talat war de facto eigentlich der erste Mann in jenen Jahren. Nun, er kam im Februar 1914 nicht umhin, einen ganz wichtigen Reformplan für das östliche Kleinasien zu unterschreiben, der, und das klingt sehr aktuell, eine Zukunft in gleichberechtigter ethnoreligiöser Vielfalt mit solider regionaler Mitbestimmung und den offiziellen Gebrauch örtlicher Sprachen, namentlich von Armenisch und Kurdisch, vorsah. Und dies unter internationalem Monitoring. Ich komme nachher noch auf diesen Plan zurück. Weitz ließ sich 1918 nicht mehr für Propaganda vereinnahmen, eben als er diese Reise unternommen hatte, wie das die Reiseorganisatoren eigentlich von ihm erwarteten. Er protokollierte zwar ausgehend von seinen Begegnungen und Beobachtungen in den Ostprovinzen auch einzelne Gräueltaten armenischer Milizen nach dem Rückzug der russischen Truppen aus Nordostanatolien im Winter 17-18. Vor allem aber schilderte er, und ich zitiere, die furchtbare Wahrheit, um diese geht es uns ja heute, und die ist eben auch 90 Jahre lang gar nicht im Bundestag, der Nachfolger des Reichstags, zur Sprache gekommen, die furchtbare Wahrheit, dass überall auf der weiten Reise das armenische Element radikal ausgerottet war und sich ihm weit gegenüber viele Täter ihrer eigenhändigen Morde rühmten. Franz Günther, ein weiterer ziviler deutscher Augenzeuge, Vizepräsident der Anatolischen Eisenbahngesellschaft, machte im Sommer-Herbst 1915 mehrfach eindringlich auf das große Verbrechen aufmerksam.
Man muss in der Geschichte der Menschheit weit zurückgehen, um etwas Ähnliches an bestialischer Grausamkeit zu finden wie die Ausrottung der Armenier in der heutigen Türkei, schrieb er der Deutschen Bank, die die Bahn finanzierte. Die Ausrottung der Armenier mit Stumpf und Stiel sei voll im Gang, die östlichen Provinzen bereits armenierrein geworden. Arthur von Gwinner vom Vorstand der Deutschen Bank teilte er am 14. Oktober 1915 kopfschüttelnd mit, also Günther, wie es einmal vor der Geschichte zu rechtfertigen sein wird, dass dies alles unter unseren Augen geschieht, ohne dass wir uns rühren, weiß ich nicht. Er bezog sich konkret darauf, dass vor den Augen der Bahnangestellten die Polizei brutal je 880 Armenier in 10 doppelstöckige Viehwagen hineinpferchte, um sie in mehrtägiger Fahrt aus Westanatolien einen Teil der Strecke Richtung Aleppo zu transportieren. Einige starben, vor allem Kinder und Geschwächte, auf solcher Reise. Nur der überaus blutige römische Feldzug unter Titus im Jahre 70 könne als Analogie für den Mord an den Armeniern dienen, schrieb zur gleichen Zeit ein junger Zionist Aaron Aronson, der auf Reisen in Großsyrien Sklavenmärkten mit Armenierinnen begegnet war. Der Geist von Moses, Jeremia und Jesus, so Aronson, gebiete Solidarität mit den Armeniern. US-Botschafter Henry Morgenthau berührte es peinlich, als Baron Hans von Wangenheim, der deutsche Botschafter in Istanbul, ihm im April 1915 die deutsche Protektion der Juden Palästinas unter die Nase strich. Morgenthau war ein amerikanischer Jude, aber keinen Finger für die Armenier rührte, nachdem Morgenthau ihn dazu aufgefordert hatte. Damit sind wir mitten im ersten Denkanstoß angelangt. Weshalb rührte sich niemand an maßgeblicher deutscher Stelle? Hielten armenische Vertreter die deutsche Diplomatie doch auf dem Laufenden und baten um Schutz? Forderten Morgenthau und andere doch Deutschland zur Protektion auf? Zudem war Berlin eindeutig der stärkere Bündnispartner, zumindest wenn wir die Fähigkeit zur Projektion politischer Zukunft ausklammern. Da würde ich sagen, da waren die Jungtürken cleverere Politiker. Nehmen wir noch eine Passage von Paul Rohrbach, damals Mitarbeiter im Auswärtigen Amt und Mitglied der Deutsch-Armenischen Gesellschaft, vom 21. September 1915 hinzu, um dann eine Antwort geben zu können. Die Nachrichten hier über die Ausmordung Armeniens sind fürchterlich. Lepsius, Johannes Lepsius, hat eine Stunde mit Enver gesprochen. Enver hat Lepsius kalt bestätigt. Sie wollten jetzt ein Ende mit den Armeniern machen. Das bricht dem deutsch-türkischen Bündnis moralisch den Hals. Weshalb Deutschland bis im September 1918 und dem damaligen Besuch des Großveziers Talat war dann Großvezier geworden, in Berlin das Bündnis mit der jungtürkischen Regierung weiter ausgebaut hat, liegt daran, dass nicht nur die deutsche Regierung, sondern fast die ganze deutsche politische Elite, auch Rohrbach noch im August 1915, glaubten, dass Deutschland den Status als und Anspruch auf Weltmacht verlöre, falls die osmanische Türkei besiegt und der neu gewonnene deutsche Einfluss im Nahen Osten gestoppt würden. Die meisten von Ihnen kennen die berüchtigte Notiz von Reichskanzler Bethmann Hollweg von Ende 1915
Unser einziges Ziel ist es, die Türkei bis zum Ende des Kriegs an unserer Seite zu halten, gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Somit verbauten verkrampfter Anspruch auf Weltmacht und damit einhergehende militärische Logik, die von ihrem Wesen her eben enger ist als eine politische Logik, die ja eigentlich, wenn schon, denn schon eine militärische Logik domestizieren müsste. Also verbaute dieser Anspruch und diese Logik ein gesundes politisches Denken, wie auch ein mögliches Denken in alternativen Kategorien so genannter, so ersehnter Weltgeltung. Der Reichstagsabgeordnete Matthias Erzberger ließ Talat im September 1918 in Berlin wissen, dass deutsche Demokraten in Zukunft das jungtürkische Regime nicht weiter decken würden, was sie bis dann getan hatten, da sie schamrot seien wegen des Armeniermords. Doch auch Erzberger hatte zuvor Berlins Türkeipolitik aus besagten Gründen mitgetragen und Scham erst empfunden, als ihm ausländische Publikationen einen Spiegel vorhielten. Ebenso wenig wie die Weimarer Regierung war er nach 1918 so weit und bereit, auch auf die Frage deutscher Mitverantwortung ernsthaft einzugehen. Kurzum, komme zum Ende, was meinen ersten Impuls betrifft. Springender Punkt ist vor 100 Jahren der Anspruch auf Weltmacht und eine kurzschlüssige Logik, die damit einherging. Sie koppelte Recht von Macht ab und verbot etwas Wichtiges, möglicherweise Effizientes, zum Beispiel die von Deutschen geleitete Verteidigung der osmanischen Hauptstadt bei Gallipoli, in die Waagschale zu werfen, um den Juniorpartner von einem Großverbrechen abzuhalten und die eigene Integrität zu verteidigen, was noch wichtiger gewesen wäre. Zu seiner ewigen Schande machte Deutschland mit seiner Willfährigkeit und Zustimmung den Massenmord möglich. Ich zitiere Lewis Einstein, das war ein Diplomat an der Seite von Morgenthau im April 1917 in der Londoner Contemporary Review. Mit dem bisher Dargelegten ist vieles auch für den zweiten Denkanstoß implizit schon gesagt, das heißt für das Postulat deutsches Gedenken an die Weltkriegsära und an Genozid prägnant ins Osmanische, selbstkritisch ins Osmanische 1915 zu erweitern. 100 Jahre nach 1915 kann niemand mehr sich mit Anklage und Lamento oder mutigen Rufen in der Wüste zufrieden geben. Es ist Zeit, die gesamte Lektion, eben auch diejenige aus dem Ersten Weltkrieg, zu lernen und auf allen Ebenen die Konsequenzen, die angebracht sind, in Ruhe und gründlich zu ziehen. Die Komplexität des Ersten Weltkriegs und seiner Genese kann nicht weiter Ausflucht dafür sein, Günthers elementare Frage vom Oktober 1915 unbeantwortet zu lassen, nämlich wie es einmal vor der Geschichte zu rechtfertigen sein wird, dass dies alles unter unseren Augen geschieht, ohne dass wir uns rühren. Günthers Kopfschütteln vollumfänglich zur Sprache zu bringen, heißt, einen entscheidenden Moment zu begreifen. 1915 brach deutscher Politik nicht nur der moralische Boden unter den Füßen weg, sondern sie verlor auch die Fähigkeit zu einigermaßen selbstbestimmtem Handeln. Denn wenn es nicht auch ein Menschenbild und Menschen und mit diesen zusammen zentrale eigene Werte und eine eigene Integrität zu verteidigen gewillt ist, dann ist nichts mehr
da an Substanz, dann geht politisches Handeln an partikulare Dynamiken verloren. Eben zum Beispiel eine militärische, eine völlig losgelöste militärische Logik. Die Gefährdung der osmanischen Christen war 1914 absehbar. Doch Berlin verdrängte sie, Ausnahme der Regel war ein beschränkter Einspruch zugunsten der Rum, das heißt griechisch-orthodoxer Staatsangehöriger des Osmanischen Reichs in Westanatolien. Aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehe, hat sich Wangenheim dann stark gemacht für sie, abgesehen vom Yishuv in Palästina. Von einem Deutschland, das nur noch militärischen Sieg im Sinne hatte, ließen sich die Männer des Komitees einen innenpolitischen Blankoscheck offerieren. Nachdem Deutschland sie durch den Bündnisabschluss vom 2. August 1914 bereits mächtig aufgewertet hatte. Ganz im Widerspruch mit ihrer Reformbemühung seit Anfang 1913 begann deutsche Politik im August 1914 den bereits erwähnten Reformplan für das östliche Kleinasien zu opfern, weil er den Komiteemännern, dem Komitee Ein für Einheit und Fortschritt, ein Dorn im Auge war. Ab Oktober 1914 hetzte eine eigens geschaffene Berliner Stelle zu einem Dschihad auf, der die Entente in Bedrängnis, also die Feindesmächte Deutschlands, der Türkei und Österreich-Ungarns, in Bedrängnis bringen sollte, der aber vor allem die osmanischen Christen zusätzlich gefährdete. Tatsächlich wurde Dschihad wenige Monate später in den Ostprovinzen zu einem Motor des Genozids an den Christen. Nicht auf der Ebene des Komitees, aber auf regionaler Ebene. Eine entscheidende Zäsur war die Julikrise 1914 gewesen, als Botschafter Wangenheim auf Geheiß von oben den jungtürkischen Bündnisantrag annahm und eben das Bündnis vom 2. August ausarbeitete. Wangenheim war eigentlich auf eine konstruktive Orientpolitik eingestellt gewesen, die eben den Reformplan vom Februar 1914 gemeinsam mit Russland, was sehr bemerkenswert war, das waren ja Allianzgegner, unterstützte. Sie trugen am gleichen Strick. Ab Juli, Ende Juli, ließ Wangenheim sich jedoch völlig auf Kriegspolitik trimmen. Und ein Jahr später zerbrach er persönlich am Stress und an der Widersprüchlichkeit, die diese Politik mit sich brachte. Er starb im Oktober. Eine spätere entscheidende Zäsur ist die Lausanner Nahostkonferenz von 1922, die sich fatal auf das nahostpolitische Denken in Deutschland ausgewirkt hat. Weshalb? Weil sie implizit die jungtürkische Innenpolitik seit 1914 legitimierte. Und sie stärkte damit jene deutschen Kräfte, die diese Innenpolitik aktiv oder passiv befürwortet oder geduldet hatten und nicht jene, die diese Innenpolitik, das ist ein sehr euphemistischer Ausdruck, die sie abgelehnt hatten. Der türkische Nationalismus hatte sich nach der Weltkriegsniederlage unter Führung kemalistischer Jungtürken bald wieder aufgefangen. Da gab es einige Gründe, auch gute Gründe dafür, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, weil unser Hauptthema Deutschland ist. Und er hatte auch diesen Kampf um Anatolien entsprechend schon vorbereitet gehabt, schon vor 1918. Eben die Projektion politischer Zukunft war sehr viel cleverer auf jener Seite. Die Kemalisten erzielten militärische sowie diplomatische Erfolge, während die Weimarer Republik unter dem Versailler Vertrag und Hyperinflation litt. Somit
gab der ehemalige Kriegspartner für viele Deutsche ein Vorbild dafür ab, auf welche Weise Nationalisten aus einer Weltkriegsniederlage herausfinden und durchschlagende Erfolge erzielen konnte. Also der Juniorpartner wurde plötzlich eigentlich zum, das liegt an meinem Nattel, das ist nur wegen der Uhr, wurde plötzlich zu einem Partner mit überraschender Stärke und Kreativität, ja gar vorbildlich. Und das ging dann so weit, dass ein Vorbild dafür, wie aus einer Weltkriegsniederlage herausgefunden werden konnte, ja sogar dann am Schluss auf diplomatischer Ebene durchschlagende Erfolge erzielt werden konnte. Und so abstoßend der Massenraubmord an den osmanischen Christen gewesen war, erschien er im Nachhinein dann doch als Halt, als unabdingbarer Bestandteil einer erfolgreichen nationalen Revolution. Diese verheerende Logik mit Blick auf der Türkei und eben in deutscher Rezeption wohlverstanden, brach sich in den 20er Jahren über enge nationalsozialistische Kreise, die waren ja damals noch klein, eine Bahn. Und eine neuliche Studie von Stefan Ihrig hat das auch im Detail herausgearbeitet. Im Falle Deutschland muss daher der Weg von der passiven, bisweilen aktiven Duldung von Genozid 1915-16 bis hin zur Bejahung und Durchführung von Genozid in Europa 2,5 Jahrzehnte später sorgfältig bedacht werden. Der Faktor einer intensiven zeitgenössischen Türkei-Rezeption und deutschen Türkei-Erfahrung ist in der Historiografie des Nationalsozialismus und des Holocausts noch zu wenig eingebracht. Nun, wir werden im Laufe des Tages in die Aspekte deutscher Mitverantwortung noch eingeführt werden. Ich verzichte auf weiteres Eingehen, will dann nicht irgendwie weiter vorgreifen und möchte jetzt den zweiten Denkanstoß noch expliziter angehen. Gedenken zur Ära der Weltkriege antwortet auf Erfahrungen extremer Gewalt, insbesondere natürlich auf eigenes Versagen und eigene Verantwortung oder Mitverantwortung dafür. Sie hält Erinnerung an böse Zeiten wach, um gewappnet gute Zeit zu ermöglichen. Was ist nun historisch verbindliches Denken und Gedenken, das den Horizont ins Osmanische 1915 erweitert? Erziehung nach Auschwitz schließt den Genozid von 1915-16, für den Deutschland qualifiziert mitverantwortlich war, ein. Als Tenor steht das so bereits im Zürcher Band der Völkermord an den Armeniern und die Shoah aus dem Jahre 2002, den damals als erster Rezensent Micha Brumlik vom Fritz-Bauer-Institut wärmstens begrüßte. Diesen Januar 2015 hielt der israelische Staatspräsident redlicherweise seine Ansprache am Holocaust-Gedenktag vor der UNO in New York, trotz seines engen diplomatischen Korsetts, nicht ohne an erster Stelle und zum ersten Mal detailliert auf den Armeniermord einzugehen. Genozid im Ersten und Zweiten Weltkrieg in der professionellen Historiografie und fürs öffentliche Gedenken aufzuarbeiten, begann erst nach Ende des Kalten Kriegs möglich zu werden, obwohl die Erkenntnis von Anfang an da war. So schrieb etwa der Schweizer Theologe und Sozialist Leonhard Ragaz 1945, ganz kurz vor seinem Tod, ich zitiere:
Jene Armeniergräuel erinnern mich heute, da sie wieder vor mir aufsteigen, stark an die des Nationalsozialismus, welche in den Tagen, wo ich dies schreibe, durch die geschehenen Enthüllungen die Welt erschüttern. Es besteht hier ein bedeutsamer Zusammenhang. Und Louis Einstein, der vorerwähnte Diplomat, hielt 2 Jahre vor seinem Tod 1965 fest, Deutschland trägt eine ungeheure Verantwortung. Diese Verbrechen von 1915 glichen Hitlers Vorgehen gegen die Juden, doch war letzteres noch umfangreicher. Theodor Adorno hat 1966 am Anfang seines Aufsatzes Erziehung nach Auschwitz auf eine in seinen Augen charakteristische deutsche Verdrängung des Völkermords an den Armeniern und auf gemeinsame Ursprünge und Eigenschaften beider Völkermorde hingewiesen. Aus größerer Distanz, ausgerüstet mit präziserem Wissen über extreme Gewalt im Zeitalter der Weltkriege, gilt es heute globalgeschichtlich zu begreifen, es gibt keine Erziehung nach Auschwitz ohne Genozid, den Genozid des Jungtürkischen Komitees 1915-16 einzubeziehen. Dem Zivilisationsbruch von Auschwitz geht 1915 der Kollaps europäischer, situationsbedingt primär deutscher Verantwortungsfähigkeit voraus. Die großen europäischen Staaten hatten am Berliner Kongress von 1878 versprochen, sich um die Sicherheit und Zukunft der Armenier im Osten Kleinasiens zu kümmern. Artikel 61 und 62 des Berliner Vertrags. Auf unüberbietbare Weise haben sie dieses Versprechen im Jahrzehnt nach 1914 nicht eingehalten. 1915 steht somit für einen durch Europa an erster Stelle Deutschland mit zu verantwortenden Völkermord, der nicht in kolonialer Ferne, sondern im Raum des damals sogenannten europäischen Konzerts der Mächte stattfand. Daher gehört zu europäischem Gedenken an Weltkriegsverbrechen und an den Holocaust Gedenken an den Genozid von 1915-16. Es geht nicht um ein Anhängsel, sondern einen prägnanten, initialen Genickbruch deutscher, aber auch gesamteuropäischer Politik. Nur in dieser Horizonterweiterung ist europäisches Gedenken auch in einer viel stärker globalgeschichtlich bestimmten Zukunft historisch weiterhin richtig verankert und weiterhin eine feste Grundlage europäischen Aufbaus seit 1945. Im nachosmanischen Nahen Osten steht und fällt Menschenrechtserziehung mit dem Einbezug des Genozids, der 7 Jahre vor Ende des Reichs das osmanische Zusammenleben unwiderruflich und brutalst zerstört hat. In den Jahrhunderten zuvor war dieses Zusammenleben in der osmanischen Welt für eine wie nirgendwo sonst ausgeprägte ethnoreligiöse Diversität und auch Toleranz solcher Diversität gestanden. Heutige Neo-Osmanisten wie auch Politiker anderer Couleur, die sich dem Bruch von 1915 nicht stellen, bauen auf Sand. Armenier sprechen seit 100 Jahren von Metzjegern, vom großen Verbrechen. Obwohl offiziell zumeist beschwiegen, blieb dieser tiefe Einschnitt des Metzjegern über 10 Jahrzehnte hinweg nur allzu kenntlich. Nur allzu kenntlich. Kurdische Geschichte, insbesondere Oral History, ist ein besonders sprechender Beleg dafür. Kurden haben aus nächster Nähe erfahren und vor 100 Jahren mitgetan, womit seit den Massakern von 1895 osmanisch-muslimische Gesellschaft im Extremfall mobilisiert wurde,
nämlich durch religiös übertünchten Raubmord an stigmatisierten minderheitlichen Angehörigen des Staates. Aufbauend auf ihre ureigene Erfahrung des 20. Jahrhunderts und mit dem Aufkommen einer kurdischen Mittelschicht in den Städten, die nicht mehr emigrierte oder floh, haben Kurden seit 2-3 Jahrzehnten eine eigene Artikulation der Geschichte des Genozids an den Christen ihrer Region und ihrer kurdischen Mittäterschaft erarbeitet. Sie sind noch daran und entwickeln Politik, die auf solcher Weise neu erworbenem Verständnis aufbaut, auf noch fragilen Schultern. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass als bisher einzige im türkischen Parlament eine Partei mit kurdischem Kern sich durch die Fähigkeit auszeichnet, an entscheidende Standards in Politik, Recht und Geschichte anschließen zu können. Für den Nahen Osten, und ich komme alsbald zum Schluss, war der Erste Weltkrieg mit dem jungtürkischen Genozid nicht der Zweite Weltkrieg, der bis heute maßgebliche historische Bruch, eben weil der Erste Weltkrieg das Ende der osmanischen Welt war. Ein verbindliches Gedenken in Politik, Schule und öffentlicher Landschaft hat wohlverstanden an erster Stelle, aber natürlich nicht ausschließlich, Brüche in der eigenen Lebens- und Kulturwelt ehrlich einzubringen. Längerfristige politische Zukunft in der Türkei und in Syrien, den beiden Hauptschauplätzen des Genozids von vor 100 Jahren, bleibt verbaut, solange dieser nicht geächtet wird und mit ihm zusammen weitere Schwerstverbrechen danach. Niemand in Europa kann die dazu notwendige Gedächtnis- und Geschichtskultur formulieren oder gar vorschreiben. Ebenso wenig die Projektion neuer politischer Zukunft. Da sind vor allem Akteure vor Ort gefragt. Aber in einem ersten Schritt genügt es, dass in Europa die eigenen Hausaufgaben gründlich erledigt werden, was eben das Osmanische 1915 angeht. Und somit zu verstehen gegeben wird, und zwar ganz klipp und klar zu verstehen gegeben wird, dass menschenrechtliche Maßstäbe für nahöstliche ebenso wie für europäische Geschichte und Menschen gelten sollen. Und somit sind auch die Akteure im Nahen Osten bereits einen guten Schritt weiter, wenn Deutschland die Hausaufgaben erledigt. Danke.